Ich werde öfter gefragt, wie eine konkrete Arbeitsweise aussieht, wenn man bei uns starten würde. Was braucht man? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Und das stelle ich euch jetzt vor. Also, du brauchst als Voraussetzung an Geräten ein ganz normales Smartphone. Du brauchst einen ganz normalen Laptop und solltest beide Dinge einigermaßen bedienen können, aber wirklich nur die Standarddinge, weil du bei uns alles lernst, was du brauchst. Obwohl du von zu Hause aus arbeitest, bist du nicht alleine, denn wir holen dich online an Bord unseres netten Teams. Du genießt hier sogar eine eigene Online-Akademie, das heißt, du kannst hier alles Step by Step lernen, was du brauchst, das sogar mehrsprachig und das Ganze natürlich weltweit nutzbar. Und zusätzlich hast du ein persönliches Coaching, wo wir schauen, wo stehst du gerade und was brauchst du, um den nächsten Level zu erreichen und somit auch den nächsten Einkommenslevel. Du hast bei uns freie Zeiteinteilung, das heißt, du kannst dir deinen Tag so einteilen, wie es für dich passt. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du Mami bist, Kindererziehung und Karriere hier perfekt unter einen Hut bringen. Wir haben sehr viele erfolgreiche Mamis bei uns. Oder wenn du jetzt schon aus der Wirtschaft kommst und hier Führungserfahrung hast, wirst du hier bei uns die Möglichkeit haben, deine Kenntnisse direkt in Geld zu verwandeln, weil die Fähigkeiten werden bei uns sehr, sehr gut bezahlt. Ja, wenn du jetzt einmal jemand bist, der sagt, ich habe aber eigentlich bisher was völlig anderes gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, da möchte ich dir zurufen, deswegen haben wir ein Step-by-Step-Ausbildungssystem. Das heißt, du kannst, wenn du lern- und arbeitsbereit bist, hier bei uns alles Step-by-Step lernen. Brauchst keine Angst haben, es geht hier sehr systematisch, sehr strukturiert und wir helfen dir dabei, dass du bei uns, wenn du magst, richtig Karriere machen kannst und zwar ungeachtet dessen, wo du herkommst, welche Schulbildung du hast, welche Zeugnisse du hast etc. Es zählt nur deine jetzige Leistungsbereitschaft, deine jetzige Lernbereitschaft, deine jetzige Arbeitsbereitschaft und natürlich das Wichtigste, wie sind deine Ziele im Leben, was möchtest du erreichen, wenn du mehr möchtest als der Durchschnitt, dann sollten wir telefonieren, dann sollten wir uns am nächsten Videomeeting treffen. Die Daten zu den nächsten Meetings oder zu mir findest du rundherum ums Video oder irgendwo auf meinem Profil. Ich freue mich auf dein Feedback.